think when I say lasers in space? Lightsabers. What do you think about when I say space and airborne laser platforms? Death Star? What else? What do you think about when I say laser-based propulsion for space travel? Ooh, freaking complicated navigation math with way too many variables. Okay, no, seriously. In the next talks, we will learn what's really behind these terms. Peter Buschkamp will teach us not only basic physics, but he will also teach us about the boundaries of lasers in space. And we will learn about space travel with lasers, which absolutely sounds like science fiction. Wir werden über Raumfahrt mit Lasern hören, was irgendwie unglaublich aufregend sich anhört wie Science Fiction. Peter Buschkamp arbeitet in der Infrarotgruppe des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik, wo er die empfindlichsten Instrumente der Welt für Weltraumbeobachtung baut. Er ist außerdem in der Freifunk-Community in München aktiv, in der er Backbones baut. Er leitete außerdem das öffentliche Observatorium in Bielefeld leitet. Der Übersetzer kommt aus Bielefeld und findet Bielefeld-Witze sehr langweilig. Ich bin dort geboren. Großen Applaus bitte für Peter Buschkamp, der in Bielefeld studiert hat. Alright. Okay, ja. Dies ist also ein Nachfolgetalk vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, wer damals dort war. Ich habe gesprochen darüber, wie man Laser in den Weltraum schießen kann und sie für astronomische Zwecke einsetzen kann, im Wesentlichen dafür, um die Atmosphäre auszugleichen, die Störung der Atmosphäre, um am Boden saubere Bilder zu bekommen und nicht nur auch von einem Weltraumteleskop aus. So, diesmal geht es aber um Laser im Raum. Es sind nur 30 Minuten leider. Ich werde einen kurzen Einblick geben in einige Themen, was im Moment schon über unsere Köpfen herumfliegt und was einige Leute denken, in Kürze fliegen sollte, und andere Sachen sind reine Spekulation. Also zunächst reden wir über Laserantrieb. Dies ist im Grunde der zweite Grund, warum dieser Talk entstanden ist. Ich redete mit Liz und sie wollte etwas über Interstellar und interplanetare Kolonisierung machen. Also dachte ich, cool, vielleicht kann man das kombinieren, und reden wir auch über photonischen Antrieb und solche Dinge. Und dann haben wir vielleicht mehr Zeit für die Sachen im ersten Talk. Okay, dann reden wir über Laserbesen, wie man den Himmel bei uns sauber machen kann mit Lasern. Es geht um Lasersensorik, was also täglich verwendet wird, wenn man das Wetter auf euren Smartphones anschaut. Dann gibt es eine gute Chance, dass man einige verfeinerten Laserdaten anschaut, die entweder vom Boden aus in den Weltraum oder umgekehrt aufgenommen worden sind. Und zum Letzten reden wir über Laserkommunikation, denn dies ist etwas, was viele Leute hier im Publikum sehr interessant finden werden. Es ist natürlich der Chaos Communication Congress hier. Und das ist etwas, was über unseren Köpfen passiert und tatsächlich jetzt gerade gebaut wird und ziemlich aufregend ist. Also zunächst mal reden wir über Laserantrieb. Laserantrieb ist eine Methode, etwas voranzuschieben, nur mit Hilfe von Licht. Wie funktioniert das also? Naja, Photonen sind nicht nur dazu da, um Dinge zu beleuchten. Sie können das sehr, sehr gut, aber sie haben eben auch einen Impuls. Nur einen sehr, sehr kleinen Impuls, Energie geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit, aber es gibt ein bisschen Impuls, der übertragen wird von einem Photon, wenn dieses Photon auf eine Oberfläche trifft. Und um eine Ahnung zu bekommen, wie groß das ist, wenn ihr in einer Erdumlaufbahn seid, dann erhaltet ihr
Die Menge von Photonen der Sonne, die etwa der Solarkonstante der sogenannten entspricht, das ist etwa 1361, glaube ich, wenn ich mich erinnere, Watt pro Quadratmeter. Und dieses übersetzt sich dann, wenn man ein Solarsegel einsetzt, das man in eine Erdumlaufbahn bringt und einfach die Photonen der Sonne, die es voranschieben lässt, was dann entspricht das, naja, es hängt von der Orientierung des Segels ab und davon, ob es ein schwarzes Segel ist, das Photonen absorbiert oder weiß, was sie reflektiert. Also ob man einen unelastischen oder einen elastischen Stoß hat für die Physiker. Aber grob bekommt man etwa 7 Mikronewton an Schubskraft. Das ist nicht viel, aber man kann das nun hochskalieren, vielleicht das Segel, nicht nur ein Quadratmeter, sondern vielleicht 100 mal 100 Meter. Das Ding ist, es ist vielleicht nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil von jedem Photon, aber einerseits gibt es sehr viele Photonen und andererseits ist dies kostenlos. Wenn man also eine Raumfahrtmission hat, in der man sehr weit wegschieben will und man hat Zeit zur Verfügung, dann, wenn man so etwas tun möchte, dann ist das vielleicht etwas, was man tun möchte, dann ist es konstant. Es ist keine chemische Rakete, die nach kurzer Zeit ausbrennt. Man muss nicht große Mengen Treibstoff in die Umlaufbahn bringen dafür. Dies könnte eine Option sein. Ist das reine Science Fiction? Nein, tatsächlich nicht. Dies hier ist eine Darstellung eines Test-Solar-Segel-Satelliten von der japanischen Raumfahrtagentur, der im Jahr 2010 gestartet wurde. Der Icaros ist der Name. Und das gibt euch eine grobe Idee, wie das ungefähr aussieht. Dies ist einfach ein Segel mit etwas in der Mitte, aber hier... Dies fliegt tatsächlich jetzt im Moment. Sie haben zuletzt 2014 damit kommuniziert und sie hoffen, dass die nächste Kommunikation im nächsten Jahr stattfinden kann. Und was ihr hier seht, ist in der Mitte, habt diese kleine Nutzlast, ein paar Experimente, ein Transmitter, der mit der Erde kommuniziert und diese blauen Streifen, die ihr um die Mitte herum seht, das sind tatsächlich Solarzellen, die die Elektrizität herstellen für die Experimente an Bord. Wie groß ist dieses Ding? 4x4 Meter? Also nicht sehr viel, aber es ist eine sehr schöne technische Demonstration. Natürlich, wenn man wirklich in ernsthafte Antriebstechnik gehen will, dann denkt man eher so an 100 Meter bis 1 Kilometer große Segel. Wir haben keine wirkliche Idee, wie man das herstellt und in den Raum bringt, aber was man als Material benutzt, wie man es zusammenfaltet und wo man dann damit hinkommt. Aber was anderes, worüber man nachdenken kann, ist nicht die Sonne, sondern natürlich, man könnte einen großen Laser darauf richten, etwa vom Erdboden aus oder vom Weltraum. Das gibt natürlich das Projekt Starshot, das durch die Medien jetzt völlig stark geht. Und das ist ein sehr interessantes Konzept, das einen Laser auf dem Boden oder auch im Weltraum benutzt. Und da hat man ein gerichtetes, direktes Laserlicht. Man hat also nicht diese Abnahme mit dem Quadrat der Entfernung, die man bekommt, wenn man sich von der Sonne entfernt. Also das ist eine Option. Eine andere Option mit Lasern, wenn man die in ähnlicher Weise verwendet, ist nicht nur das Segel nach vorne zu pushen, sondern zu schieben, sondern auch den Laser zur Energieübertragung zu verwenden, an das Raumfahrzeug. Also hier haben wir also Laserantrieb mit energetisierter Laserantrieb, das ist also kein Segel. Links sieht man hier ein Laser-Array, eine Reihe von Lasern, die auf einem Jupitermond angebracht sind. Ich glaube, Io sollte das sein, wegen des Geysirs. Also dieser Laser sendet einen starken Strahl an diesen Reflektor aus. Und vorne wieder haben wir das Payload, da haben wir wieder die Maschine und so und in der Mitte ist alles andere. Und was wir also hier bekommen ist, wir haben tatsächlich Treibstoff an Bord.
Aber anders als in einer chemischen Rakete, wo der Treibstoff verwendet wird, um die Energie und auch der, das, was herauskommt, wird verwendet. In diesem Fall wird eine externe Energiequelle für einen Treibstoff verwendet, der dann herausgeschoben wird aus der Düse unseres Antriebssystems, und das schiebt das Ganze nach vorne. Also wenn man an einen normalen Jet-Antrieb denkt, ist das das Gleiche. Luft ist das Medium und man benutzt Kerosin als Energiequelle, um die Luft anzuschieben. Ein anderes sehr interessantes Ding hier, das in Diskussion ist, in der Literatur, ist der sogenannte photonische Laser Thruster für einige Anwendungen, auch militärische Anwendungen. Der Wunsch hier ist, Satelliteninformationsflug zu haben, die vielleicht also so wie hier zusammenfliegen und dann in eine schöne Formation ausgebreitet werden können und sich wieder zusammenfinden können für Radar, Interferometrie, Radar am Boden und ja, solche Sachen. Das kann also getan werden, einfach mit Satelliten mit einem Seil dazwischen, aber wenn man kleine Satelliten hat, dann möchte man vielleicht an etwas anderes denken, und dann kann man einen Laser zwischen diesen zwei Raumfahrzeugen benutzen, die Missionsfahrzeuge und das Ressourcenfahrzeug. Das Interessante hier ist, man verwendet die Photonen neu. Man richtet sie nicht einfach nur auf eine reflektierende Oberfläche, wie ein Segel oder wie im anderen Fall gesehen, sondern man hat eine Art Laserhöhle. Es gibt Spiegel an beiden Seiten und man verwendet die Photonen neu, und dies ist sehr effizient, um zwei kleine Massen aufeinander zu schieben. Und wenn man das ausschaltet, werden sie durch Gravitation wieder zusammengezogen. Also eine sehr schöne Sache für Formationsflüge. Dies ist ein Vorschlag, noch nicht demonstriert im Weltraum, aber wir werden das bald sehen. Laser Besen. Wenn man auf die Welt von weiter entfernt und nicht ganz so weit entfernt guckt, wenn man sich die Welt ein wenig näher anguckt, dann sieht das so aus. Die Erde ist umkreist von Müll. Wir haben 50 Jahre Weltraumerforschung. Obere Raketenteile sind kollidiert, sind abgesprengt. Wir haben Satelliten kollidieren lassen. Das macht eine große Menge an Weltraummüll aus. Es sind ungefähr 30.000 Objekte in der Größe von 10 Zentimetern in der Umgebung. Da sind über 200 Millionen von Objekten, die kleiner als 1 Millimeter sind. Das sind natürlich die geosynchronen Orbits. Ist das ein Problem? Ja, es ist ein großes Problem. Hier sehen wir ein nettes Bild von der ESA vom September 2016. Sentinel-1A ist eines der neuesten Erdbeobachtungssatelliten von der ESA. Auf der linken Seite sehen wir, wie ein Solarpanel vorher aussah. Auf der rechten Seite, nachdem ein Teil von Weltraummüll das Panel getroffen hat. Dies entspricht ungefähr einem Weltraummüllobjekt von einer Durchmesser von 5 Millimetern. Wir müssen darüber nachdenken, wie in dem Fall, dass ja jetzt der Weltraumverkehr zunimmt, nimmt auch unser Müll zu. Eine Idee dazu ist, vom Boden aus zu schießen. Natürlich nicht in einem Sinn mit dem Sinn, dass man diese Objekte zerstört und noch kleinere Objekte erhält. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Wie können wir die Größe verkleinern? Nun, wenn wir sie in einen Orbit bekommen, in dem sie langsam hinabsteigen, sodass sie verglühen, ist das Problem gelöst. Das ist das, was vorgeschlagen wurde.
Und wenn man jetzt einen kommerziellen Hochleistungslaser nimmt mit 5 Kilowatt Leistung, den man kaufen kann, und einem entsprechenden Teleskop, dann könnte man die Orbitgeschwindigkeit des Weltraummülls ändern in der Größenordnung von 1 bis 10 Zentimetern, in der Größenordnung von 1 Millimeter pro Sekunde verändern. Es ist wie ein Solarsegel. Wir bewegen das Objekt mit Photonen. Es hat einen etwas veränderten Orbit, es wird in die Erdatmosphäre eindringen und verbrennen. Natürlich hat das auch vorgeschlagen worden, das vom Weltraum zu tun. Es ist die gleiche Person, die auch im Starshot-Projekt arbeitet, von Lubin und Cosmo et al. Im Jahr 2015. Wenn man dieses Paper nachgucken will, ist es eine sehr interessante Vorgabe. Das ist jetzt ein Satellit, der etwas im tieferen Weltraum sich bewegt. Der Ziel ist jetzt nicht unbedingt nur Weltraummüll zu bewegen, sondern auch Asteroiden zu treffen. Er hat große Solarsegel, um auch diese zu besitzen. Wenn wir ein Objekt, was der Erde gefährlich wird, früh genug erkennen, dann können wir das verhindern. Es gibt Schaut es danach, man kann daran teilnehmen. Menschen besprechen das ernsthaft und was man dann tut, nicht einfach nur den Asteroiden anzuschieben mit Photonen, aber hier werden Asteroiden, sehr oft enthalten Asteroiden auch gefrorene Materialien, Gase und man sublimiert diese Gase und während dieses Gas sublimiert vom Inneren des Asteroiden gibt es auch einen gewissen Schub und wie eine kleine chemische Rakete eigentlich und das schiebt die Dinge dann tatsächlich allmählich aus dem Weg. Also diese sogenannte D-Starlight-Mission, auch D-Star gibt es. Also der Vorschlag ist, eine eigene Laserplattform mit weiteren kräftigen Lasern und eine Reihe von Spiegeln, um irgendwo im Raum, um dies zum Beispiel auf Asteroiden dann zu lenken. Das braucht vielleicht einen halben Tag, jeden Tag für ein paar Jahre, für eine Ablenkung, also damit es uns nicht in 30 Jahren trifft und dann kann man das in eine andere Richtung lenken und man kann auch Raumschiffe schieben auf diesem Weg und wie Starshot und ähnliche Dinge, die man durch den Raum schieben möchte. Das wäre möglich. Es wird hier im Detail gezeigt, wie man dies mit einem Asteroiden tun würde. Ja, wie gesagt, man sublimiert die Gase darin und benutzt das als Anschub. Das ist also natürlich nicht das, was wir jetzt schon im Raum haben. Das sind Vorschläge. Was wir aber im Raum bereits jetzt haben, ist Lasersensorik. Das ist also sogenanntes Light Radar. Wir haben einen Transmitter auf einem Raumfahrzeug, das nach unten in die Atmosphäre hineinschaut, ein gepulster Laser, so wie der Laser im Talk im letzten Jahr. Und wir haben besprochen, was passiert, wo der Laser ist, wenn man den Puls startet und wo er ist nach einer bestimmten Zeit. Er geht hinunter in die Atmosphäre und durchzieht natürlich verschiedene Luftschichten und wird dann, man kann dann verschiedene Schichten eben dadurch anschauen, also Wolken, was auch immer, und es gibt eine Rückstreuung und natürlich, das braucht man Zeit dann, in der das Licht nach unten und oben gelenkt wird. Man kann also den Graphen über die Zeit, die Intensität über die Zeit auftragen und das nicht nur mit einem Laser, sondern vielleicht mit zweien. Und dadurch kann man verschiedene Wellenlängen nutzen und man kann also schauen, wie die eine Wellenlänge absorbiert oder zurückgeworfen wird von der Atmosphäre und das gleiche für die andere Wellenlänge tun und dann dies korrelieren und dann lernt man vielleicht sogar etwas über die chemische Zusammensetzung der Erde in unserer Sichtlinie. Oder wir machen so etwas wie Doppler-Shift.
Da können wir etwas über den Wind erfahren, welcher in der Atmosphäre weht. Also ist unsere Zeitlinie in etwa das, was hier gezeigt ist. Also die Distanz entspricht der Höhe. Also die Höhe entspricht und natürlich das weiter entfernte Signal entspricht dem Boden. Das wird hoffentlich nächstes Jahr gestartet. Es war etwas verspätet. Es ist ESAs neuer Satellit, nur um den Wind zu messen. An der rechten Seite sehen wir die Beschreibung. Das einzige Instrument auf diesem Satelliten wird das Windleder sein. Und es soll genaue Messungen geben darüber, wie der Wind weht. Und dazu benutzen wir natürlich den Doppler-Effekt, bei dem wir ein Signal aussenden und den Signalverschiebung messen. Natürlich muss man die Satellitengeschwindigkeit und so weiter alles rausrechnen und so weiter. Das ist natürlich total kompliziert. Und wenn wir jetzt uns das Instrument genauer angucken, das so aussieht, das ist eine Lektion, die wir auch im vorhergehenden Talk hatten. Es ist eine Technik, die bei Satelliten, es ist etwas zusammengebastelt. Wir haben gehört, ein anderes Vortrag über die Mikroskope und wie man sich sein eigenes Mikroskop baut. Und hier haben wir natürlich auch gelernt, wie man die baut, damit man auch die Auflösung verbessert und wie man die auf einer optischen Bank baut. Hier ist es in etwa das Gleiche, außer dass man dieses Gerät starten muss. Das ist der kritischste Part an der ganzen Sache, denn es wird unglaublich durchgeschüttelt beim Start. Und ein Physiker ist natürlich nicht ein Freund davon, komm in mein Labor und tritt mal einen Tisch. Deshalb wird es getestet und getestet und getestet und getestet und wieder getestet. Und nachdem man genug getestet hat, testet man noch mehr. Eine andere Sache, die man machen kann, sind Entfernungsmessungen. Das wird genutzt an dem europäischen autonomen Transfervehikel, was an die internationale an die ISS andockt. An der linken Seite sehen wir dieses kleine Gerät und es sieht die internationale Raumstation in einer Entfernungsangabe und damit man weiß, wo man andocken muss. Das Weiße in der Mitte, das ist die eine der Soyuz-Kapseln, die gerade andockt, die an der ISS andockt. Das wird also routinemäßig im Weltraum genutzt. Und vielleicht auch etwas, was man in der eigenen Wetteranwendung jeden Tag sehen kann. Darüber reden wir später, vielleicht im nächsten Vortrag. Es geht um die Gravitationswellen. Dafür müssen wir zwischen verschiedenen Satelliten kommunizieren. Deshalb müssen wir ein Michelson-Interferometer im Weltraum fliegen. Deshalb benutzen wir drei Satelliten, die bei einer großen Distanz, vielen tausend Kilometern separiert sind, um die Gravitationswellen zu messen. Darüber werden wir im nächsten Vortrag erfahren. Im nächsten Teil gibt es einen kurzen Überblick darüber, wie unsere Kommunikation von Lasern im Raum affected wird. Die ersten kommerziellen Satelliten, die das ansetzen werden, werden im nächsten Jahr gestartet. Warum wollen wir das machen? Laserkommunikation. Warum machen wir nicht einfach die normale K- oder Q-Band-Kommunikation? Ich meine, Satellitenfernsehen, das ist doch ganz okay. Natürlich, Satelliten-Uplinks haben eine viel höhere Bandbreite. Es ist sehr, sehr effizient. Und das ist natürlich sehr interessant für Weltraumanwendungen. Denn wir haben gelernt, jedes Kilogramm, was wir in den Weltraum bringen, kostet uns richtig Geld.
Und wenn wir jetzt auf Bandbreite gucken, bekommen wir ungefähr 0,5 Megabit pro Sekunde pro Watt. Wenn man einen Laser benutzt, dann könnte man eher 5 Megabit pro Sekunde pro Kilogramm bekommen. Die Laserkommunikationsterminals sind viel kleiner von der Antennengröße. Wenn man zum Beispiel einen Satelliten hat, der genau auf die Erde guckt, dann hat man einen sehr großen Kommunikationsfußbund. Einem Teleskop hat man ungefähr eher 20 Zentimeter. Man kann also den Abtastradius runterbringen, auf ungefähr 6 Kilometer herunterbringen. Das heißt, nur der Einzige, der in der Mitte einer Wüste sitzt, kann auf dich abhören. Die Frage ist also, wie man, wenn man das interferometrisch machen will und wenn man Interferenzmuster zerstören muss, das funktioniert nicht so ganz. Also das ist also grob, wie es aussieht, was wir jetzt schon haben. Das ist die Radioverbindung zwischen einer Basisstation, auch Ground Segment in der Raumfahrtsprache, und dies ist der Satellitenbus, so heißt er ja da oben. So heißt es einfach, ja. Und dann die Nutzlast ist da oben drauf. Also Satellitenbus ist ein Satellit und die Nutzlast ist das, was oben drauf ist, was tut das, was man eigentlich tun will. Also zum Beispiel ist das in einem geostationären Orbit für Satellitenfernsehen, aber es gibt andere Sachen, die auch herumfliegen in geostationären Orbit, in der Umlaufbahn oder auch in erdnahen Umlaufbahnen. Und ihr seht, dass das also gerade hinter dem Horizont verschwindet. Wenn man jetzt sowas hat wie einen Satelliten, der die Erde anschaut, wie zum Beispiel um den Wind anzuschauen, dann ist der von eurer Basisstation nur für eine kurze Zeit sichtbar. Wer von euch hat die SDR, Software Defined Radio, auf den NOAA-Satelliten gemacht? Ah ja, okay. Also diese Leute wissen, worüber ich rede. Wir haben also etwa 10, 20 Minuten, wenn man jemals berücksichtigt, kurze Zeit, in der man diese Wetterbilder aufzeichnen kann und danach nichts mehr. Es wäre also schön, zum Beispiel einen optischen Link zu haben mit hohen Datenraten, auch für die geostationären Satelliten, und dann vielleicht als Hub und dann über diese Satelliten mit den erdnahen Umlaufbahnen und den Satelliten dort zu sprechen und so weiter. Es könnte sehr interessant sein. Ja, also Radio vielleicht auch, aber wie gesagt, hohe Datenraten und all die Vorteile, die mit den Lasern kommen. Also für die technisch interessierten Menschen hier, wie kommunizieren wir hier? Wir haben drei verschiedene Modulationstypen, das On-Off-Keying, OOK, das heißt einfach, man schaltet den Laser aus und an, das ist Morsen, was man also zum Beispiel auch in der Glasfaser hat zu Hause. Und das ist das, was man vom Boden zum Raum macht. Dann haben wir Pulse Position Modulation, was also in der Fernbedienung des Fernsehers passiert. Und naja, tatsächlich. Ah, eine kleine Unterbrechung. Perfekt. So, this is what you do from. Also, das macht man also. Okay, das macht man also hier. Das macht man vom Boden zum Weltraum und sehr unverwundbar gegen Störungen durch die Atmosphäre. Man muss einfach durch die Atmosphäre schauen und. Wenn man nichts in der Sichtlinie hat, kann man natürlich auch Laser-Modulation verwenden, Prinzipien wie Binary Phase Shift Keying oder höhere Modulationsschemata.
Und das heißt aber, wenn man die Phasen moduliert, möchte man nicht ein Medium dazwischen haben, das Störungen einbringt. Und das macht die Atmosphäre. Das ist also nur für Space, für Weltraum-zu-Weltraum-Verbindungen. Das ist also, so sieht also ein Terminal für Laserkommunikation aus. Man hat den Laser und all das da unten, unten etwa am unteren Ende. Wir haben Spiegel, die das reflektieren. Und dann haben wir die Blende vorne, die Zentrale, etwa 30 Zentimeter. Und so sieht es dann von innen aus, 13 Zentimeter, Entschuldigung. Und wir haben verschiedene Spiegel dann, die den Laser nach außen bringen. Wie gesagt, verschiedene Modulationsschemata werden benutzt, verschiedene Frequenzen werden benutzt. Typischerweise, wenn man Telekommunikationsausrüstung vom Ladenregal wieder benutzen will, neu wiederverwenden will, hat man bestimmte Frequenzen, und wenn man zum Beispiel einen bestimmten Laser verwenden will, Infrarot, dann hat man 10 bis 64 Nanometer. Also hier eine Demonstration der NASA, die mit der ESA-Bodenstation in Teneriffa kommuniziert, und so sieht das aus dem Weltraum. Es gibt kein Video online, aber okay. Wenn ihr die Kommunikation hier anschaut, das optische Modul, das ist nur Laser, aber intern braucht man natürlich Controller-Elektronik, man braucht ein Modem. Aber das Schöne ist, wenn man dies tut, in standardisierter Weise tut, dann hat man hier kein kompliziertes Setup, wie zum Beispiel im Experiment gesehen für die Windmessungen mit dem LiDAR, das nach unten geht. Hier muss man einfach nur normale Telekommunikationsindustrie-Ausrüstung nehmen, zusammenschrauben und fertig. Und man kann das auch für Kommunikation in den tiefen Raumterrain verwenden, ein Vorschlag von NASA, das wurde leider gestrichen zum Mars hin, von Satellit zu Satelliten. Das hat also die ESA gemacht, TerraSAR und NFIRE mit diesen Satelliten. Und die Europäer bauen gerade ein Datenübertragungssystem, EDAS, Data Data Relay System, auf einem kommerziellen Satelliten, Eutelsat, und ein einzelner eigener Satellit, der später gestartet werden wird. Und hier also in Rot Satelliten-Laserverbindungen und dann noch zum Grund. Und dann haben wir, zu einem anderen Fahrzeug und nach unten. Der nächste Schritt ist bereits in Arbeit, das sogenannte GlobeNet. Also verschiedene Satelliten werden positioniert auf geostationären Umlaufbahnen um die Erde, die dann von Satellit zu Satellit kommunizieren mit Laser. Und natürlich der nächste Schritt wäre dann dies. Und mein persönliches Interesse wäre tatsächlich, dies zu haben. Gibt es irgendwas, was noch übrig ist? Ja, ich glaube, ich weiß, dass im Abstract ich erwähnt habe, seltsames Zeug, laserbasierte Kommunikation von Unterseebooten, die untergetaucht sind zu Satelliten im Weltraum. Ja, das wurde schon gemacht. Der Nachteil hier ist, man bekommt keine öffentlich zugänglichen Publikationen darüber, die gezeigt werden können, die gestreamt werden können. Googelt danach. Man kann wirklich schöne Informationen finden. Es ist für bestimmte Frequenzen im blauen und grünen Bereich tatsächlich, der Ozean ist tatsächlich ziemlich durchlässig für diese Laserwellenlängen. Und man braucht also nicht irgendetwas, was auf der Meeresoberfläche sich bewegt. Und dann irgendwie eine Glasfaserleitung zum Unterseeboot. Nein, einfach den Laser durch den Ozean hindurch. Schaut es nach, sehr interessant. Einige dieser Sachen sind tatsächlich aus der Geheimhaltung entlassen worden. Also ich arbeite auch da nicht an so geheimen Sachen. Und wenn ich es täte, würde ich es euch nicht sagen. Ja, also es gibt viel, was passiert im Weltraum über unseren Köpfen jetzt schon und in der nahen Zukunft. Schaut also einfach, was los ist, wenn ihr mit Asteroiden, das wollt ihr nicht. Nächster Talk, danke. Ja, danke auch beim Zuhören bei dieser Übersetzung. Fragen wird es nicht mehr geben. Eure Übersetzer waren Seba Liss und Johannes Dumm. Ja, gebt uns gerne Feedback, unser Hashtag C3T, unser Twitter-Account C3Lingo.
Und es gibt auch E-Mail, hello@c3lingo.org. Aber es gibt noch eine Frage. Das erstaunt mich. Aber ich bin nicht der Herald. Okay. Es geht nur um die Kommunikation über Wettereffekte. Wir haben versucht, Laserkommunikation auszuführen und wir haben gemerkt, Nebel ist böse, Schnee ist noch böser. So, wie ist es mit dem Weltraum? Ja, man hat solche Probleme natürlich auch, ja. Das Einzige, was man tun kann, ist vielleicht Modulationen verwenden, die sehr stark mehr Immunität dagegen hat. Sonst hat man einfach keine Kommunikation. Also die Segmente für die Basisverbindung, wie zum Beispiel bei GlobeNet im EDRS, die Verbindungen nach unten sind immer eigentlich mit Radioverbindungen noch gesichert. Okay, es wird ein bisschen zu laut. Wenn ihr weitere Fragen habt, kommt nach vorne, ask Peter direkt. Und bitte einen letzten großen Applaus, um eurem Redner zu danken, Peter.